Jesus wird geboren. Teil 2 der Weihnachtsgeschichte. In der Zeit, als Maria mit Jesus schwanger war, hatte der Herrscher, der Kaiser, vor, alle Menschen in seinem Herrschaftsgebiet zu zählen. Dafür befahl er allen, in ihre Geburtsstadt zu gehen und sich dort in Listen eintragen zu lassen. Josef, Marias Mann, war aus Bethlehem und so mussten die beiden eine lange Reise von Nazareth nach Bethlehem antreten. Maria war hochschwanger. Sie kamen in Bethlehem an und suchten nach einer Unterkunft für die Nacht. Alles war schon voll und sie wurden immer nur abgewiesen. Einer der Gastwirte bot ihnen einen Stall für die Nacht an, weil sie nirgendwo anders unterkommen konnten. Als sie im Stall waren, kam Jesus zur Welt. Sie wickelten ihn in ein paar Kleidungsstücke ein und legten ihn in eine Futterkrippe im Stall.